Hey Leute, ich bin zu Paper Mario. So, was habe ich gemacht? Ich war neu gestartet, dass wir noch ein bisschen Geld hatten. Habe einen K.O.-Hammer und zwei Hämmer gekauft. Denn ich glaube, beim allerersten Mal Versuch kamen wir damit nämlich gut voran. Und ich komme hier erstmal hier ein bisschen. Okay, ist noch Farbe drin. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Stück Fleisch jetzt nicht ein bisschen ja, geschlagen kriegen, ne? So, K.O.-Hammer, zwei normale Hammer. Und damit sollten wir doch dann zurechtkommen, oder? Wobei, die sieht jetzt nicht so lasch aus, ne? Verdammt, der hat schon einen kleinen Hammer. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur so einen großen. Okay, versuchen wir jetzt noch. Sehr gut. Genau so muss es sein. So, letzte Runde. Das war jetzt, was haben wir gesagt? Salz und Pfeffer, ne? So, wo ist mein Salz? Salz und Pfeffer, dann der Grill und dann die Zitrone. So, muss ich jetzt alles einfärben. Und gut ist. Ah, ich hoffe, das reicht, ne? Ja, das sieht schon mal gut aus, ne? Den Grill. Was denn? So, so, und die Zitrone. Jetzt kriegt sich noch einmal an, ne? Ach, geil, den zweiten Angriff habe ich echt nicht blockieren können. Das sieht doch mal fertig aus. Hoffentlich schmeckt es auch. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Ey, Handy beruhigt dich. Niemand will hier was von mir. So, guten Appetit. So, hier mal ausmachen. Oh. Das ist das beste Steak, das ich jemals gegessen habe. Danke. Du hast wirklich einen unglaublichen talentierter Koch. Dieses Geschmack ist einzigartig. Hiermit erkläre ich dieses Restaurant offiziell zu einem meiner Favoriten Sterne. Und ich gebe dir das für deine Leistung. Ja, hätte alles mal früher erscheinen können, ne? Das ist ein kleiner Farbstern. Oh, das ist geschafft, Mario. Danke, unglaublich. Der VIP hat unser Restaurant nach nur einem Bissen einen Stern gegeben und noch einen halben. Der VIP wirkt sehr zufrieden, als er mit dem Essen fertig war. Er wollte dann zum Abendrot-Express. Es wartet ein großer Stern auf dich, aber den kleinen hier kannst du ruhig auch schon mitnehmen. Ein großer Stern könnte er damit einen großen Farbstern meinen. Fährt der Abendrot-Express etwa zu einem Farbstern? Machen wir müssen sofort zum Abendrot-Express. Das können wir machen, aber vorne können wir noch was entfernen. Ich bin mir sicher, ob wir dann 100% haben. Haben wir jetzt hier 100%? Ist das so? Leute, ist es so. Wir haben die 100% erreicht. Ach ja, noch Münze einsammeln hier. Zuck, 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 zuck.
Nice. Oh, ein neues Schlick-Schlick-Ding. Speichervorgang abgeschlossen. Nice. So. Abendrot Express. Ah, 5 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Ja, boah, der letzte Part. Der war unnötig dann. Ah, Mario, du kommst gerade recht. Wie immer schon komisch. Von hier aus fährt der Abendrot Express zum Kap Sternenzelt. Die Lokomotive kommt von dort erst an, aber. Was geht hier denn vor? Wir sind endlich am Ziel und bekommen kein grünes Licht. Das hatte ich gerade sagen wollen. Auf der Strecke vor uns gibt es einen schlimmen Steinschlag. Und da wir nicht stark genug sind, den Weg frei zu machen, laufen wir einfach sinnlos in der Gegend herum. Toads sind nicht besonders gut darin, sich zu organisieren, weißt du? Ja. Ein Steinschlag, der hilft nur eins. Panik. Hört nicht auf, ihnen Panik hat noch nie Probleme gelöst. Wir müssen die Gleise räumen. Wenn der Abendrot Express nicht fährt, kommen wir nicht nach Kap Sternzelt. Und wenn wir nicht nach Kap Sternzelt kommen, finden wir den großen Farbstern niemals. Und wenn wir den nicht finden, ist alles aus. Panik! Tut mir leid. Beruhigt euch doch mal. Beruhigt euch doch mal. Marius. Marius. Erstmal fern wir die Sachen ein. Und nie über die Gleise laufen. Der Antragspiel ist so toll. Ich habe gehört, dass ein riesiger Sternschnuppel direkt über Kap Sternzelt heruntergekommen ist. Und genau da fahren wir hin. Man sagt, dass der VIP, der seit dem Rückgang mitfährt, ein Auge drauf geworfen hat. Das ist bestimmt irgendeiner von meinen Bowser-Kindern. Den haben wir zu essen gemacht. Guckt euch das mal an hier. Ist das eine böse Stelle? So, davon kann ich auf jeden Fall was ausschneiden. Sieht auf jeden Fall so aus. Die Frage ist, wie bringt man das aktuell? Darf ich das einfärben vielleicht auch? Könnte auch sein. Boah, ich glaube eher. Ich kann es nicht ausschneiden. Boah, ich glaube echt, das kann ich ausschneiden. Aber die kann ich doch kaputt hauen, oder? Ich die kaputt hauen. Ich kann das irgendwie hoch. Kaktus! Ah, okay, jetzt weiß ich zumindest, das Schinken, dieses Teil brauchen hier. Wow. Danke. Wenn wir hier aufzogen, ein riesen, ein ganz, ganz großer Pilz, okay. Nice. Ich will dir doch nur Züge ansehen, mehr brauche ich nicht. Der beste Ort, um Züge zu sehen, ist der Vorsprung da an der Wand. Für mich ist der allerdings zu hoch. Schön seltsam, denn ich war bereits einmal da oben, aber ich erinnere mich einfach nicht, wie ich da hingekommen bin. Ja, ich frage schon gerade, ob ich nochmal zurück zum Anfang gehen soll, weil ich das Teil hier aktivieren. Was ich auch glaube ich muss, weil ich glaube, so komme ich ja nicht hoch. Ja. Gut. Der Steinschlag ist gleich da vorne, folgt einfach den Gleisen. Dann gehen wir zurück, denn ich möchte diese Box aktivieren. Das ist aber ein weiter Weg, ne? Ich will es auch schaffen. Was sagt denn dieses Schild? Ah, okay, das sagt uns, wie es da lang geht, okay. Rot hat er trotzdem, je schneller dieser Steinschlag aus dem Weg geräumt ist, umso eher können wir Urlaub machen, okay. Der juckt ist bestimmt in den Fingern, diesen Entfaltungsblock mal auszuprobieren, aber bitte kümmere dich zuerst um den Steinschlag. Okay. Jetzt kann ich das nicht einfärben, oder? Ja, okay, geil, jetzt kann ich jetzt den zuerst hinnehmen sollen. Da komme ich auch nicht hin. Okay, ich denke mal, das kann ich machen, wenn der. Ja, bitte hilf uns den Felsen, ja. Okay, muss ich warten, bis das hier weg ist. Blöd gelaufen. Ich würde zuerst nach links gegangen, dann nach rechts. Ja, okay.
Alles immer Sachen, die man voll nicht weiß. Gucken wir uns den Steinschatten mal an. Also geht's weiter, die Zeit läuft gut. So, Steinschlag. Mario sieht dir nur diesen gigantischen Felsen an. Ich habe ihn aufgefordert, den Weg freizumachen, aber er hört einfach nicht auf mich. Vielleicht musst du nur etwas höflicher sein. Verzeihung, mein Herr, würde es Ihnen etwas ausmachen, ein Stück weiter Brett zu nehmen? Aus dem Weg! Betonschädel. Nicht zu machen, er scheint uns gar nicht zu hören. Vielleicht schläft er ja. Ich hab's, wenn wir meine Stimme lauter machen könnten, ließ er sich vielleicht erschrecken und aufwachen. Ja, aber... Ja, geil. Okay. Ich muss da hoch, aber wie komme ich da hoch? Das ist die Frage. Ach, guck mal hier, hier ist ein Geheim... Von diesem Geheimblock, ne? Der hier vor auch schon. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich muss ja irgendwie hochkommen. Ja. Also doch entfalten. Aber der hat gesagt, ich muss doch erst wegmachen. Also doch nochmal zurück. Okay. Aber wir müssen das Megafon benutzen. Das ist schon mal ziemlich klar, weil die Stimme lauter machen sollen. Und. Bla bla blub. Ach, jetzt ist. So wie du hier rumsitzt, suchst du. Ja. Jetzt ist er auch immer weggegangen. Ja. Lauf von dem Weg halt. Ach. Nee, ist klar. Aber wo kommst du aus dem Ding? Ist auf sich bemühen. Boah, das war ein schlechter Sprung. Ich hab auch durchspringen. Das ist gerade die Frage, kann ich denn durchspringen? Ich glaube nicht. Alter Schwede, das ist knapp, okay. Dann push da hoch, oder? Und wir können speichern. Ist das die Zeit? Ja, können wir machen. Zack. Speichern, bitte abschließen. Okay, was sagst du denn jetzt noch? Oh, jetzt weiß ich über den Wasserturm, wenn ich auf den Vorsprung gelangt. Okay. Ja gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.